Hallo und willkommen zum zweiten Teil des Themas Effizienz beim Malen. Und ich möchte heute hauptsächlich auf das Thema eingehen, Perspektive und vor allen Dingen Fokus einer Miniatur bzw. einer Einheit, einer ganzen Truppe, unserer Miniaturen letztendlich. Das Ganze hier richtet sich ja letztendlich darauf, wie kann ich meine Miniaturen für den Spieltisch optimal bemalen und dabei möglichst viel Zeit sparen. Und dazu muss man sich erstmal im Prinzip darüber klar werden, welche Miniatur male ich hier gerade an und wie wird die im Spielkontext verwendet. Ich habe jetzt hier verschiedene Beispiele, auch verschiedene Maßstäbe. Wenn wir jetzt zum Beispiel Miniaturen haben, die im Prinzip auch einzeln über das Spielfeld bewegt werden, die gewisse Präsenz haben, die einen gewissen Charakter haben, dann ist das natürlich eine klassische Miniatur, die wir möglichst aufwendig bemalen, weil es auch eine Miniatur ist, die sich jemand gern mal irgendwie mehr im Detail anschaut. Die steht auf dem Spieltisch allein, die hat da eine gewisse Rolle und deshalb liegt natürlich auch ein gewisser Fokus auf der Miniatur. Das heißt, diese Miniatur ist typischerweise was, diese Charaktermodelle, da möchte ich nicht viel, sage ich mal, von der Qualität absichtlich zurückstecken, weil die natürlich alleine wirken muss. Was anderes ist es bei Einheiten. Und da wäre jetzt mal das Thema, was ich gerne betrachten würde, der Fokus. Also, wenn ich jetzt eine Miniatur auf normaler Spieldistanz habe. Also ich sitze irgendwie am Tisch, so ungefähr die Perspektive, die die Kamera jetzt auch auf die Miniaturen einnimmt. Dann ist die Frage, was nehme ich von der Miniatur wahr? Also mein Ziel ist es, ich möchte als Maler das herausstechen, was die Miniatur ausmacht. Ich möchte, dass sie mit bloßem Auge erkennbar ist, um was es sich handelt. Und ich möchte, ja, dass gewisse Details auch auffällig genug sind, dass man eben gut erkennen kann, einzelne Teile des Modells, dass ein gewisser Charakter, ein gewisses Thema auch transportiert wird. Und als Beispiel habe ich jetzt hier mal meine Romano-Briten genommen. Und hier habe ich jetzt mal was angewandt, dass ich tatsächlich mich auf den Fokus besonnen habe. Was sehe ich von der Miniatur, wenn ich sie anschaue? Ein Großteil der Miniatur ist hier das Schild auf jeden Fall. Das heißt, das Schild, gerade bei so großen Schilden, wie es diese großen ovalen Schilde, die nehmen natürlich visuell sehr viel Platz ein. Ja, wenn ich mir die Miniatur auf Spielhöhe anschaue, die besteht zu mindestens einem Drittel aus diesem Schild. Und was ich da noch hervorheben kann, ist natürlich das Gesicht. Da schaue ich von oben drauf. Die Schultern bzw. der gesamte Oberkörper. Wo ich jetzt bewusst Zeit auch gespart habe, sind die Beine und die Schuhe. Das habe ich bei allen Miniaturen hier gemacht. Das heißt, hier beispielsweise habe ich tatsächlich nur eine Kontrastfarbe verwendet, um diesen Beige-Ton oder ich weiß gar nicht mehr, vielleicht war es auch eine Tusche bzw. ein Wash. Das heißt, ich habe Highlights gesetzt auf der Schulterpartie, auf dem Arm. Ich habe das Gesicht gehighlightet, aber ich habe nicht die Beine und die Schuhe gehighlightet. Das ist generell was, sieht sowieso kaum jemand. Und sobald man hier ein bisschen Grasstreu oder Grasbüschel etc. aufklebt, sieht man von den Schuhen ohnehin nichts mehr. Also das ist was, das mache ich sowieso. Bei vielen Miniaturen hier habe ich jetzt mal auch bewusst die quasi an Beinen und Hosen wenig gemacht. Die Modelle haben auch eine lange Tunika. Das heißt, der Fokus liegt mehr hier oben. Ich habe die Tuniken auch überwiegend in hellen Farben bemalt. Die meisten Modelle haben einen Mantel, den habe ich überall in Rot bemalt. Und der Mantel, die Tunika, da habe ich auf Highlights geachtet, aber eben dann unten quasi Zeit gespart bei Schuhen und Hose. So, das heißt hier, ich schaue mir die Miniatur an und überlege mir, wo liegt der optische Fokus.
Was anderes ist es jetzt zum Beispiel, und da habe ich tatsächlich sehr viel gelernt über Kontrast und über Wirkung von Miniaturen im Gesamten, sind kleinere Maßstäbe. Hier 15 mm. Also was ich in 15 mm übers Malen gelernt habe, das hat sich auch positiv auf meine Malerei in 28 mm ausgewirkt. Und zwar habe ich jetzt hier mal als Beispiel Miniaturen in 15 mm, das waren so mit meine ersten. Und hier, das sind so Modelle, die ich erst relativ vor kurzem oder weiß ich nicht, das ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her bemalt habe. Griechische Hopliten, und das sind normannische Ritter zu Fuß. Und was ich, hier habe ich im Prinzip eine Menge Fehler gemacht. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier schon sieht, aber was sofort auffällt, hoffe ich, ist, dass diese viel, viel heller aussehen und durchaus kontrastreicher sind. Ein anderes Beispiel sind hier diese Landsknechte. 15 mm Landsknechte. Das erste, was vermutlich sofort auffällt, ist das Base. Base-Gestaltung ist sehr, sehr wichtig für die Gesamtwirkung von gerade von Armeen, aber auch von Einzelminiaturen. Das ist ein Fehler, den ich ja längere Zeit gemacht habe und den ich auch immer und immer und immer wieder sehe, dass Basen sehr, sehr dunkel und ja eher eintönig gestaltet sind. Also ich sehe sehr, sehr viele dunkelbraun, dunkelgrün Basen. In Kombination mit einer dunklen Farbgebung, wie das jetzt hier der Fall ist. Ich habe hier Metall, ich habe braune Hosen, ich habe die Gesichter sind auch noch relativ dunkel, also ich habe hier keine Highlights gesetzt. Das ist eine relativ dunkle Hautfarbe. Ja, das gibt farblich nicht so viel her. Das heißt, das Base insgesamt 4 Modelle da drauf, relativ wenig bis kein Kontrast. Und dazu kommt, das sind kleinere Miniaturen. 15 mm Maßstab. Das heißt, ich sehe auf normale Spieldistanz ja noch weniger, was das eigentlich ist. Das heißt, hier wäre ein starker Kontrast sehr, sehr wichtig. Und das habe ich zum Beispiel bei den Landsknechten hier gemacht. Die Piken sind in einem sehr hellen Braunton. Das ist auch schon mal sehr, sehr kontrastreich. Und natürlich sind die Farben sehr, sehr bunt gewählt und auch immer kontrastreich zueinander. Das heißt, die Mischung auf dem Base hat Kontraste unter sich, also gelb zu blau, weiß zu blau und so weiter. Und idealerweise habe ich die Kontraste auch auf den Miniaturen. Das heißt, benachbarte Flächen zueinander haben einen hohen Kontrast. Dunkles Blau, helles Weiß. Beige, Schwarz, Rot und so weiter. Und eben nochmal eine ungewöhnlich helle Farbe, denn natürlich habe ich auch lange Zeit dazu geneigt, Speere in einem dunklen Braun zu bemalen. Aber gerade wenn man dann Modelle hat, die sonst sehr dunkel sind, gut, die haben jetzt natürlich Metallwaffen, aber Speere und Lanzen habe ich dann tatsächlich auch in dunklen Braun bemalt, dann noch teilweise dunkelbraune Pferde, und dann sieht man auf dem Tisch letztendlich nur Matsch. Genau, bei den Hopliten eben auch eine hellere Farbe genommen für die Speere. Helle Klamotten ist natürlich immer abhängig davon, was man bemalt. Ja, also ich kann ein Kettenhemd natürlich jetzt nicht weiß bemalen. Aber die Gesamtwirkung mit dem Base ist eben ganz entscheidend. Helle Farben für das Base zu verwenden und da auch nochmal Kontraste zu schaffen mit verschiedenen Grüntonen, verschiedene Helligkeit, verschiedenen ja, Highlights. Um das Beispiel mal in die 28 mm Welt zu transferieren. Es gibt natürlich Modelle, die selbst relativ wenig Kontrast haben. Beispielsweise, wenn man sich jetzt hier mal diese Herr der Ringe Orks anschaut. Die sind von Natur aus dunkel. Das heißt, die Haut ist dunkel, die Kleidung ist dunkel, die Rüstung ist dunkel, die Waffen sind dunkel. Da die Modelle selbst relativ wenig Kontrast haben und ich vermeiden wollte, so eine schwarze Masse auf dem Feld zu haben. Bei Orks passt es tatsächlich noch für die Gesamtwirkung. Aber auch hier finde ich, der Kontrast kommt besser raus.
dadurch, dass ich die Basen hier mit diesem hellen Frostboden gemacht habe. Dadurch wirkt natürlich die Miniatur viel mehr, weil sie sich abhebt von der hellen Base. Das gleiche gilt für diese Mutatavir. Auch sehr, sehr dunkle Modelle. Ich habe den Bogen hier in dem Fall hell gemalt, um nochmal so einen Kontrastpunkt zu haben. Klar, die Pfeile, die Befiederung ist hell. Ansonsten dunkle Haut, sofern überhaupt sichtbar, und vor allen Dingen alle Klamotten in Schwarz. Und als Kontrastpunkt dafür steht natürlich dieses super helle Base mit diesen Büscheln nochmal, die auf dem Base nochmal einen Kontrastpunkt geben. Und die Schilde dann auch nochmal in einem helleren Ton bemalt. Und so hat man dann auf die normale Spieldistanz einfach was, wo es sich unterscheidet. Also ich denke, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie die Modelle wirken würden, wenn sie jetzt ein dunkles Schild, einen dunkelbraunen Speerschaft und auf einem dunklen Boden wären. Ihr lauft an so einem Spieltisch vorbei und ihr seht einfach eine dunkle Masse und das Auge hat wenig, wo es erstmal irgendwie einen Kontrast sieht und dran hängen bleibt und dann eben auch Unterschiede erkennen kann. Base-Gestaltung, wie gesagt, macht aus meiner Sicht ganz viel aus. Und hier ist auch nochmal ein Beispiel, wo im Prinzip verschiedene Farben die Miniaturen selbst, grau und Metall, also relativ uninteressant, aber das Base kommt mit den Grasbüscheln, mit dem Braunton der Erde, grau von den Steinen und vor allem natürlich mit den Schneeresten hier auf dem Base hat es natürlich einen enormen Kontrast und ist eben ein gewisser Blickfang, wo man einfach mit dem Auge dran hängen bleibt. Und das Ganze lässt sich eben auch auf 28 mm transferieren. Hier jetzt, das ist ein Base für Swordpoint. Und die Plänkler da drauf, die sind nicht sonderlich aufwendig bemalt. Das sind gedeckte Farben, keine besonderen Highlights, nicht besonders aufwendig bemalt. Aber das lebt einfach von dem Base. Da habe ich im Prinzip sehr viel Aufwand in das Base reingesteckt. Verschiedene Grasbüschel, verschiedene Streus, der Boden relativ hell als Kontrast an diese Grüntöne von den Büscheln. Und vor allen Dingen nochmal ein Kaltkontrast durch das Grau dazu genommen von den Felsen. Und dann wirkt das Ganze plötzlich viel besser, als wenn die Minis einfach auf einem braunen Base mit Standard 0815 Grasstreu stehen würden. Anderes Beispiel ist er hier, der ist wirklich absolut unaufwendig bemalt. Ist ein Modell, was einfach mitten in der Einheit steht. Ein bisschen in Einheitenfüller, aber die Wirkung kommt einfach durch das Base, was ich hier gestaltet habe, nicht durch die Miniatur selbst. Ja, das sind im Prinzip die Gedanken, die ich mir hier an der Stelle darüber mache, wenn ich mehrere Modelle auf einmal anmale oder beziehungsweise wenn ich generell Modelle anmale. Wenn ich ein Modell anmale, was irgendwie im Fokus steht, hier zum Beispiel auch Conan, dann ist es ein Modell da, wenn ich wirklich Zeit drauf. Da möchte ich alles rausholen, was ich irgendwie malerisch kann und möchte ausprobieren und möglichst das Beste rausholen, denn das ist ein Modell, das hat auf dem Spieltisch eine gewisse Rolle und da schaue ich drauf, da schauen meine Mitspieler drauf, da schauen Leute drauf, die vielleicht einfach nur zuschauen. Das Modell steht sehr im Fokus. Irgendein Modell, was in irgendeiner Einheit steht, ja, gerade wenn es um Massenspiele geht, wenn ich große Einheiten habe mit vielen, vielen Modellen, da kann ich natürlich deutlich an der Qualität irgendwo schrauben und mögliche Stellschrauben sind eben vor allem Regionen, die man auf den ersten Blick nicht sieht. Das können vor allen Dingen natürlich Beine sein, das heißt, da muss ich weniger Zeit reinstecken, und aber auch Sachen wie Gürtel, irgendwelche Taschen etc. Das können auch im Prinzip Bereiche hinter dem Schild sein. Ich male zwar meistens die Miniatur,
an und also erst komplett an und klebt dann das Schild auf. Konsequenterweise kann man natürlich aber auch, und das mache ich auch hin und wieder, das Schild direkt ankleben und den Bereich, der quasi vom Schild verdeckt ist und wo vielleicht auch weniger Licht hinfällt, da zum Beispiel keine Highlights setzen, was natürlich auch einfach letztendlich konsequent ist und sogar der Optik zuträglich, wenn eben Bereiche quasi im Schatten liegen. Der Fokus sollte eben darauf sein, okay, wie erreiche ich das Bestmögliche, den bestmöglichen Gesamteindruck? Und ich hoffe, dass die Tipps hier nützlich waren und ich weiß nicht, ob ihr die anwendet oder ob euch das jetzt irgendwie ein guter Tipp ist, ob euch das irgendwie weiterbringt, ob ihr das mal ausprobieren wollt. Also Fokus schauen, okay, was sind die großen Bereiche von der Miniatur, wenn ich aus dieser Perspektive drauf schaue, die ich highlighten möchte, wo das Auge dran hängen bleibt oder dran hängen bleiben soll. Und das Zweite ist eben, die Basisgestaltung macht ganz viel aus von der Gesamtwirkung. Und da kann man auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall die Zeit investieren, denn das sind einfache Sachen, die man da machen kann, die einen enorm hohen Effekt auf die Gesamtwirkung haben. Das war's von mir. Ich hoffe, Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Kanäle leben von Klicks, von Likes und von Abos. Also wenn ihr meine Sachen mögt und habt noch nicht abonniert, dann holt das doch gerne nach. Außerdem gibt es hier Links zu weiteren Videos, die euch interessieren könnten. Und wenn ihr meinen Kanal weiter unterstützen wollt, dann gibt es auch die Möglichkeit, in meinem Spreadshirt-Shop einzukaufen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut da vielleicht mal rein, vielleicht ist was für euch dabei. Ich sage schon mal vielen Dank.